Ich habe so geguckt, was die neuen Teile ungefähr kosten, also die ganze Verkleidung. Du kannst Verkleidungsdinger bestellen aus China oder aus Japan und dann kosten die 650 Euro. Dann kommen sie aber auch erst im Februar an. Und nur die Front kostet 250, also ansonsten pro Teil 250. Ich denke mal, die Verkleidung wird bestimmt 1000 Euro kosten. Und das dann nochmal neu zu folieren. Ich weiß nicht, was die Folie kosten wird. Mein ganzes Bike hat 1,1 gekostet. Es muss nicht das ganze Bike foliert werden, aber mein Tank müsste eigentlich auch nochmal foliert werden. Wie ihr hier sehen könnt, hier ist ja auch schon was kaputt am Tank. Schon seit einiger Zeit, seit 2 Monaten vielleicht. Was da passiert, das weiß ich aber nicht genau. Und ja, also ich denke mal, es wird mich wahrscheinlich so 1500 bis 2000 Euro kosten. Das war eine teure Wäsche. Das war eine teure Saisonwäsche, sag ich euch. Also jetzt seht ihr die Raw-Aufnahmen ohne Musik, ohne alles. Let's go. Holy Macaroli. So. Warte mal, vielleicht können wir schon mal ein bisschen vorgehen. Ich hoffe, ich zeige nirgends um. Ah. Ich hoffe, es ist laut genug für euch. So, warte, ich drehe mal. Ich guck mal, was jetzt gerade abgeht. Ah, hier. Ich bin so, dann müssen wir jetzt erstmal den Code hier eingeben. Der Code ist 8. So, da gebe ich 5. Da gebe ich jetzt die Zahlen ein. Also für alle, die neu am Start sind, das ist jetzt die RAW-Aufnahme, ja? Was passiert ist. Oh, das geht los. Ey, das sieht schon aus wie ein Eingang zur Hölle. Ah, ich geh mal nach rechts unten. Dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Es stand auch draußen nicht dran, dass du mit dem Motorrad nicht rein darfst. Als ich drin das Waschstraßenticket geholt hatte, meinte der Verkäufer noch, brauchst du ein Plasteding für deinen Heckscheibenwischer? Und er meinte, ach nee, du bist ja mit Motorrad. Und da dachte ich schon, okay, weird. Als würden da ständig Leute mit Motorrädern in die Waschstraße fahren, so. So, irgendwie war ich da in so einer Mittelspur drin. Hier drin und ich bin da nicht mehr rausgekommen. Und mir kam es irgendwie sicherer vor, wenn ich die Anlage ist bestimmt auch richtig verrückt. Wie man den Tank die ganze Zeit hört. So, jetzt bin ich nicht mehr da in der Mitte drin, sondern bin praktisch links auf dem Beton drauf. Hier könnt ihr das am besten sehen. Bin ich hier links drauf, weil sonst wäre ich da noch krasser gefangen gewesen. So war ich trotzdem gefangen, also es hat eigentlich gar nichts gebracht, aber na egal. Ach du Scheiße, ich bin tot. Ach du Scheiße. Vollbild, ich glaube es geht kein Vollbild, ich weiß es nicht. Window, Enter Fullscreen. Ah! Ah, jetzt haben wir's. Sehr gut. Oh Gott! Also jetzt ging es erstmal los mit Felgenreinigung. Das sind hier unten diese kleinen Dinger. Und als die an meinem linken Fuß jetzt waren, oder links und rechts, waren meine Füße schon viel schmerzhaft. Oh ja! Da kann man das hier sehen. Oh, deine Füße sind nass! Ah! Das war schon
So, warte, wo ist die Anlage jetzt? Ah, meine Füße sind schon klitschnass. Da hinten ist die Anlage. Die fährt jetzt erstmal zurück. Und dieses Teil, das ist ja noch die ganze Zeit oben. Deshalb habe ich mir eigentlich noch überhaupt gar keine Sorgen gemacht. Boah, die Luftfeuchtigkeit ist so hoch hier drin. Hier, dieser Fleck. Ja, das hat mich wohl nicht erwischt. Kamera runtergefallen, ja? Also der Fleck geht hier nicht mehr weg. Oh, das, ich erkenne gar nichts. Oh Gott, meine Füße sind so klitschnass. Man versteht mich kaum, Amo, ich immer pausieren, ja? Zu laut? Das Video ist zu laut. Ah, warte mal, dann... Ist zu laut, Chat? Dann mach ich es ein bisschen leiser. Ja, warte mal, dann machen wir mal... Davor war es zu leise. So, machen wir mal da. Ach, Scheiße. Da dachte ich jetzt, oh shit, das Ding geht ja ganz schön weit runter. So eine Teufelsmaschine einfach. Oh Gott. Nicht hier. Nicht. Oh Gott. Ah. Da habe ich immer noch nicht gesehen, wie weit das Ding nach hinten geht. Nein. Komm ein bisschen. Oh, okay, das reicht. Da hatte ich dann irgendwie Angst um meine Folie, aber da ist zum Glück nichts passiert. Was ich hier für eine Scheiße mache. Gott, rechts oben ist auch eine Kamera. Und da merke ich jetzt so langsam, da habe ich jetzt gerade gemerkt, Scheiße. Ich bin gleich mit dem Hinterrad hinten am Tor dran und die Schienen gehen einfach noch bis hier. Da habe ich so langsam gerafft, oh oh. You're in trouble, boy. Ich hab mein Motorrad kaputt gemacht. Was für eine Situation, Alter, die ist so bescheuert. Ich wusste ja nicht, was ich machen sollte. Einmal F in Chat, bitte. Einmal F in Chat für das Knacken. Ich wusste gar nicht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was ich machen sollte. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Guck mal, mein Motorrad war einfach komplett eingeklemmt zwischen dem Tor und dieser Anlage und diese Anlage hat halt immer weiter geschoben. Aber es ging halt nicht weiter. Hier ist alles gebrochen. So, so bescheuert. Ich stehe da einfach nur und guck dumm aus der Wäsche. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste es einfach nicht. Es war mir halt auch, zu dem Moment dachte ich noch, vielleicht kriegst du es ja so noch irgendwie hin über irgendeinen Notknopf da drin, dass du dir nicht die Blamage geben musst, in die Tankstelle reinzugehen und das mitzuteilen. Oh Gott. Was auch immer ich da versucht habe, ich weiß es nicht. Jetzt drücke ich da oben irgendwelche Knöpfe, weil ich versuche. Seht ihr das, wie das Ding sich hier die ganze Zeit immer wieder ranbewegt? Das ist so bescheuert! Das ist so bescheuert und so peinlich, Alter. Ich glaube, mir ist... Ich weiß es nicht, ob mir schon mal was Peinlicheres im Leben passiert ist, aber das nimmt auf jeden Fall
einen Platz unter den Top 5 ein. Oh Gott, ist das unangenehm. Ich weiß gar nicht, ich mach das mal. Ich glaube, ich habe die Anlage auch kaputt gemacht. Jetzt verschwind ich da hinten. Dieses Bild, Alter. Jetzt, da hinten war noch ein... Also, ich habe nach mehr Knöpfen in der Waschstraße gesucht. War da kein Notausknopf? Doch, der war hier oben. Hier war ein Notausknopf, aber der ging nicht. Und jetzt habe ich da hinten nach noch mehr Knöpfen gesucht. Habe auch ein paar gefunden, aber... Hat auch nichts gebracht. Erstmal eine Fluppe. Ist dir gar nicht das Riesenstopp auf der linken Säule aufgefallen? Hier oder was? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Also eigentlich ist hier dieser Kasten. Und das ist der Knopf hier. Ich versuche mein Bike da rauszuheben, hat einfach nicht geklappt. Gebt euch mal, wie lange ich da drin war und das alles probiert habe, ey. Das kommt im Video, glaube ich, gar nicht so rüber, oder? Warum hast du keinen Freund mitgenommen? Na, gute Frage. Weiß ich nicht. Wollte ich einfach alleine machen. Also stand für mich gar nicht zur Debatte, einen Kumpel mitzunehmen. XXLF. Ich stehe da einfach und guck dumm aus der Wäsche. Oh, ich hätte einfach auf die hören sollen. Jetzt ist sie ausgegangen, gerade die Anlage. Jetzt hat sie sich von alleine abgeschaltet. Sie ist ausgegangen. Die Fülle waren sauber danach. Oh Gott, jetzt kommt ein bisschen Einzelmitarbeiter. So unangenehm dieses Knacken. Ich habe mich nur auf mein Bike gesetzt und gleich knackt's wieder. Ja, die Anlage auch wieder nach vorne. Bei den ganzen Schaltern hat sich einfach nichts getan so. Es hat gar keine Rolle gespielt, ob ich irgendwas gedrückt habe oder nicht. Ich bin so maximal lost. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Da oben ist eine Kamera. Ja, hier. Hat aber keiner Fett bekommen, was da die ganze Zeit in der Waschstraße abging. Hast du noch Albträume von der Waschanlage? Jetzt gucke ich da hinten wieder. Und guck nach anderen Knöpfen, weil ich mein Motorrad einfach nicht rausbekommen habe. Ich war halt auch gefangen. Also kein Tor hat sich irgendwie geöffnet. Weder das vorne war zu und das hinten war zu. Ich bin nicht mal mehr rausgekommen aus der Anlage. Erstmal schön gegengetreten. Ist schon geil mit der 360-Grad-Kamera, oder? Also war der beste Einsatz für die Kamera.
bescheuert. Oh, jetzt habe ich es endlich gelöst bekommen. Das Hinterrad vom Tor weg. Ich weiß zwar nicht, was mein Plan war, aber ich dachte, es sieht halt erstmal besser aus, wenn mein Motorrad da nicht eingeklemmt ist. Das Tor konnte nicht hoch. Das hat sich so geöffnet. Bescheuert. Ich lache einfach nur drüber, weil es einfach so bescheuert ist. Reagier auf Videos, die es geschafft haben. Wer hat es denn geschafft? Da habe ich jetzt so ein Plasteding gefunden. Oh no. Oh no, vor allem komme ich ja nicht mehr raus. Kann man das Ding hier nicht irgendwie aufmachen? Sio hat's geschafft. Hier war nämlich noch so ein Kasten. Einfach irgendwelche Knöpfe gedrückt und nichts hat sich getan. Oh, jetzt hat sich was getan. Das Tor öffnet sich jetzt hier, da ich raus kann. Ich dachte mir auch, das bringt mir ja gar nichts, vorne, da ich vorne das Tor auf habe. Ich komme zwar raus, aber mein Bike ist ja trotzdem noch drin. Ich hatte auch richtig Glück, dass keiner zu der Zeit die Waschstraße benutzen wollte. Es hätte, glaube ich, nichts Unangenehmeres gegeben, wäre da hinten noch ein Auto gewesen, was die ganze Zeit gewartet hätte. Oh, jetzt bin ich aber drin. Oh, ich bin wenigstens rausgekommen. Durchgequetscht. Jetzt habe ich versucht, hier an dem Ding irgendwas, irgendwie einen Notschalter. Da stand jetzt Fehler. War so ein Notstoppschalter. Aber der Tor ging trotzdem nicht auf. Erstmal Wecker. Erstmal Wecker. Ja, ich weiß gar nicht, ob jetzt noch irgendwas Interessantes passiert, weil ich glaube, den Rest habt ihr im Video.